Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Factorio. Jo, da wäre ich fast über meine Zunge gestolpert. So, Dolle, jetzt hat le. Ah ja, stimmt, das ist. Ich habe das total vergessen, dass da das Steingerempel schon rauskommt. Och, nö. Ach, so ein Profi wieder, echt jetzt hier. Ich bin wirklich ein Profi, ne? Jetzt habe ich mir gedacht, das Steingedöns hier unten rauszuführen. Ist das was oder ist das nix? Oder sollte ich es lieber... Eigentlich ist es schon was, weil... Nee, das ist blöd, weil ich das Steinzeug erst nachträglich da unten rausführe. Nee, das lasst bleiben. Ja, wir könnten jetzt eigentlich sogar das Ding hier da lassen, weil das wird uns hier total absperren, hier die ganze Sache. Nee, wir machen hier wieder einfach ein Band so hin. So. Ich muss hier noch einen Filter einbauen. Ach, Mann. Ich bin so ein Held. Weil nachträglich, wie gesagt, das bringt einfach nichts. Wie viel Quascher bräuchte ich denn da vielleicht noch? Ich bin mir nicht sicher. Das ist die Sache, nämlich das nächste. So ein Kasten hier, wie groß ist der? Ich nehme mal mein Messmaß hier. 1, 2, 3, 7. Also 7 ist ja groß. Das bedeutet 1, 2, 3, 7 hier. Also hier. Das würde noch sowas hinpassen, wenn ich denn wollte. Wo tue ich dann das Abspalten? Ja, dann mache ich es ab hier. Da kommt so ein Filter rein. Also Filter in der Form, den ich nicht bauen kann. Nicht genug Komponenten. Dankeschön. Welche Komponenten fehlen denn? Eisenzahnräder. Ah. Ja. Kann ich hier noch irgendwo Eisenzahnräder stibitzen? Da sind welche weg. Da unten liegen noch ein paar. Ja, dann nehme ich wieder die Rohre mit. Das will ich gar nicht. Hier. Pump. Die kriegst du wieder. So, jetzt kann ich mir einbauen, so ein Teilerband. Natürlich kann man sich die Teilerbänder auch irgendwo fertigen lassen. Das habe ich natürlich noch vermieden im Moment. Ja, weil sich da ständig das Programm geändert hat, ne? Ja, aber ich hoffe, jetzt ändert sich es nicht mehr groß. So, Filter. Das Steingedöns hier, zerkleinertes Steinzeug. Wo ist denn das? Hier. Auf die rechte Seite hier. Eigentlich links. Warum hat man das so gemacht? Wenn man von oben, also von unten drauf kommt, links hätte ich das gemacht. Also das ist total für mich unsinnig, das so zu machen. So, jetzt haue ich hier mal das wieder rein. Ja, das ist... Schlacke, okay, das kommt hier raus. Okay, ist klar. Aber das, an das habe ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass hier die Steingedöns hier rauskommt. Och, Mensch, ey. Heieieiei. Beziehungsweise ist es schlau, hier das zu machen. Wäre es nicht schlauer, das hier zu machen? Also, dass wir das da nach dem Stein haben? Ja. Oder aber ich mache hier... Ich mache das einfach ein bisschen größer. So. Ist auch kein Problem. So, jetzt wäre es überlegen, das wieder zu Stein zu pressen. Ja gut, hier zerhacke ich das. Ja, okay. Ziegelstein wird man weiter produzieren. Dann brauche ich das ja eigentlich nicht mehr. Dann, naja. So. Bin total unentschlossen. Das ist, das merkt man vielleicht gerade. So, die zwei Dinger hier. Stein. Warte mal. Man könnte zur Not es auch auf das Band dann auslegen.
Das weiß ich nicht, wie ich das mache. So, du brauchst hier Greifarme. Ich weiß ja, zwei Stück mal einfach. Einer wird, glaube ich, reichen, aber ich will mal jetzt hier mal wieder überkandideln die ganze Sache. So. Strommast. Dann haben wir ja auch Strom. Dann kann man mich hier unten. Heute schon wieder mein Greifer hin hier. So. Warum funktioniert das nicht? Ah ja, genau, weil hier schon jede Menge Klump aufgestaut worden ist. So, jetzt bin ich mal der Filter hier. Die ziehen hier oben das Zeug raus. Na gut, ich bin ja der Filter. Ich bin einfach nur der Staubsauger, der jetzt das ganze Klerempel aufsaugt, ja. So. Das Eisen und Gedöns. Eisenerz, das schmeiße ich hier mal mit aufs Band wieder. Also mit Z kann man es aufs Band schmeißen. Für alle, die es immer noch nicht wissen, ich erwähne es immer wieder gern mal, weil manche Leute wissen es einfach noch nicht. So. Jetzt haben wir hier Zeug anliegen. Du machst mir bitte. Ja, gerade das Lied wieder. Ich glaube, das muss ich mal aus der Playlist rausschmeißen. Es ist nicht schlecht, aber das ist immer so ein bisschen so laut, finde ich. Wo ist denn jetzt wieder der Stein? Ja, Landerschüttung. Aus Matsch kann man zum Beispiel auch Landerschüttung machen. Mein, das macht ein bisschen mehr Sinn als auf Stein, ne? Ja gut, Kies, damit kann man auch Landerschütten. Ja. Jetzt habe ich so. Winterstein. Ich finde ihn gerade nicht. So, suchen. Stein. Gibt es eigentlich noch eine Steinkiste? Das wäre auch lustig. So. Okay, das ist so. Jetzt hätte ich da gerne wieder so ein Lagerhaus. Aber ein Lagerhaus kann ich nicht bauen, ja, weil 100 Eisenplatten. Die muss ich mir erst wieder zusammenstehlen hier in der Fabrik. Ja, das reicht nicht. Da sind noch ein paar. Da unten wären noch ein paar. Das reicht aber dann. Ja, wie gesagt, so die Fließbänder sind auch so ein bisschen interner Speicher, wenn man so so will. Da werden auch die Platten gespeichert. So, jetzt kann ich sogar noch viele bauen, okay. Ja, dann machen wir hier einfach mal hier wieder ein Warenhaus hin dazu. Moment mal. Oder? Nee, passt schon. Weil da kann ich hier Greifer machen, dann können die es herauspacken, wenn wir das bräuchten. Ist ein wenig eng, aber ja. Ich baue doch immer wieder mit Neigung zu eng. Es ist einfach, ich kann nicht aus meiner Haut. Es ist, ja. Wenn du es mal drin hast mit dem engen Bauen, dann hast du das drin. So, ich überlege gerade, ob ich nicht hier mal das Kohleband ein bisschen verlege. Dann könnte man auch hier das ein bisschen anders machen. Da kann man ein bisschen mehr Platz haben hier. Wir machen mal eine Umleitung. Da schwimmt ein Fisch. So. Meins trifft jetzt hier nicht gleich einen Notstand aus.
So, das wird mal so verlegt hier. Ja, und ich schaffe es immer wieder, dass immer mehr Kohle in meinem Inventar landet. Das ist einfach unglaublich, aber wahr. Na gut, die haben jetzt gerade eh keinen Stein mehr für Mauern bauen. Im Prinzip muss das Ding hier umgebaut werden. Bin eigentlich überlegen. Dann brauche ich das hier auch nicht mehr hier, die Querverbindung hier. Ach, kann nicht mehr aufgenommen werden. Und jetzt? Ach, jetzt fliegt der Strommast in der Gegend rum. Na toll. Warte mal, das haben wir gleich. Ach so, ja, der. Ich denke gerade, was ist mit dem Arm? Der steht auch falsch. Ja, aber das halt gewohnt ist, dass es so ist, dann, ja. So, dann machen wir nochmal so ein Ding hin hier. So, kann ich jetzt. So, jetzt hat Löffel, verfeuern wir die hier drin mal. Stein. Natürlich kriegt er auch noch einen Knickarm. Die Knickarme sind leer. Nee, doch nicht. Okay. Da. Dann konfigurieren. Aufnahme hier, Ablage da. Okay. So, ich habe das sonst immer direkt aus dem Ofen rausgeladen. Ich lade es jetzt eigentlich hier in das große Lager ein. Warte, wir müssen da improvisieren. Die müssen wir auch unkonfigurieren. So. Ich sage immer un. Das heißt eigentlich umkonfigurieren. Warum sage ich immer un? Ja, ist ein kleiner Sprachfehler. Aber naja. So, ihr versteht mich hoffentlich. So, und wenn ich einfach nachfragen. So, jetzt machen wir folgendes. Den lassen wir auch wieder ums Eck rumgreifen hier. Ablage ist schon richtig, das hier passt. So. Ich finde es einfach lustig, wie man das hier jetzt gestalten kann. Und da denkt jeder hier so, der greift doch hier ins Leere dann oder schmeißt es hier ins Leere. Nein, tut er nicht. Der macht schon richtig. So, und dann machen wir hier wieder unsere Mauerproduktion hin. Die können aber diesmal sogar verdoppeln oder verdreifachen. Eins. Ich brauche noch zwei Fabriken. So, die mal ganz schnell produzieren. Naja, schneller ist relativ. So. Eins. Moment, ich kann das ja noch einen weiter setzen. Ich mache hier mal drei Fabriken hin, die mir Mauern produzieren. Wobei eine, was brauche ich denn für Dings, für Türen? Stahlträger, grundlegende Schaltung. Nee, das lassen wir mal. Verstärkte Betonwand. Naja, das lassen wir auch mal. Gut. Wir machen hier stinknormale Mauern, da gibt es auch verstärkte Mauern, in Tür und Tor. Das schauen wir uns mal an, wenn wir genug Sachen haben, dann können wir das machen. Aber momentan habe ich einfach nicht genug Stahl. So, das stahlexpensive Sache, dann machen wir lieber mal nicht, dann machen wir hier mal Q. So. Wie viel braucht er für eine Mauer? 5 Ziegelsteine. Naja gut, das kriegen wir irgendwann, wenn wir den mal der Staplergreifer einmal kriegen. Aber das kann noch ein bisschen dauern. So, das kann doch hier eigentlich auch wieder weg. Ja, das ist ja. Das habe ich wieder prima gemacht. Jetzt machen wir es einmal gescheit. Jetzt machen wir es einmal gescheit, die ganze Sache hier. So.
Okay. Warum habt ihr noch keinen Strom? Weil da keine Verbindung herrscht. Warum herrscht hier keine Verbindung? Ach, das ist doch. So, jetzt hat er. Jetzt will ich nichts mehr hören. Jetzt sollen alle mal wunschlos glücklich sein. Ja, bloß der Mast ist mir jetzt eigentlich hier total im Weg. Ja, das können wir auch so machen. So, ja. Okay. Denn ich brauche hier unten auch noch ein Warenhaus. Was haben wir da? Wo kommen jetzt die scheiß Eisenkiste wieder her? Sorry für meine Aussprache, aber ja, das rutscht mir dann gleich raus, wenn ich das schon sehe. Dann sage ich mir, wo kommt das blöde Ding her? So. Ich hab da was. Wie schaut's denn hier aus? Ah ja, da ist eh noch nicht so viel Matsch da, dass man da Bodenzeug machen können. Aber Matsch brauchen wir auch noch für irgendwas anderes, glaube ich. Von daher, jetzt wollte ich hier was zerlegen, aber was war's denn nochmal? Ah ja, genau, diese Eisenkiste hier. Weg damit. Pfui, die braucht keiner mehr. Eisenplatten brauche ich. So, wie schaut's denn hier wieder aus? Was ist denn da wieder los? Was fehlt denn hier? Hä? Oh. Ach, ich habe das aufs verkehrte Band geschmissen, ich Dollack. Das hätte auf das Band gemusst. Ja gut, das können wir noch mal ändern. Beziehungsweise. Der kriegt noch einen zweiten Greifer hier hin. Ach, ich habe gar keine mehr. Okay. Greifarme. Dann kriegt er hier einfach noch einen Greifer hin. Ich hätte es auf das Band schmeißen müssen, aber das habe ich jetzt versäumt. So, Aufnahmeposition hier. Ablage da. Der arbeitet einfach so schräg rüber. Menschenskinder, ey. So viel Unfähigkeit. Bin ich gar nicht gewohnt von mir. So, wie schaut es denn hier aus? Naja, gut, das sind noch die großen Förderer hier. Da kann ich noch was zerlegen gehen. Jetzt sollte die ganze Sache auch wieder funktionieren. Habe ich gedacht, ich habe den mit Kohle angeschlossen? Nein, habe ich nicht. Ich habe es vergeigt und keiner hat es gemerkt. Naja, okay. Damit kann ich leben. Nee, kann ich nicht leben, weil das. Wenn man das sieht, dann muss man das mir gleich sagen, weil dann, ja. Sonst eskaliert die ganze Sache irgendwann mal. So, elektrische Erzförderer. Elektrische 2. Die 2 kann ich nochmal umbauen zu den Normal-Dingern hier. Zu denen hier. Und die kann man dann wieder upgraden, sozusagen. So, das ist alles noch falsch konfiguriert. Mensch, weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Und weg mit dir. So, wir brauchen noch ein paar blaue Knickarme, das wird nicht reichen hier. Na, dann bau halt normale, was soll's. So, die muss ich dann wieder konfigurieren. E. Versatz. Den Versatz kopieren wir jetzt auf den wieder. So. Wie sieht's denn hier aus? 19k, naja, da geht noch was. So, gut, dass wir ab und zu hier unten mal vorbeikommen und sehen, ob da was läuft oder nicht. So, das Hobby-Erz da, oder wie das heißt, das Rubinerz, das will ich auch wieder loswerden. Moment. Rubin, 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 hier rein bitte. Und ich habe wieder einen Haufen Holz noch drin in meinem Inventar. Ja, ich muss im Zug auch noch eine Kiste verpassen, damit er sich auftanken kann. Im Moment haben wir da halt noch keine automatische Bahnversorgung hier. Das ist halt das nächste. Oh. Oh.
Da ist ja immer noch kein Strom. Ah ja, da fehlt auch die Querverbindung. So. Mann, ich bin so ein Held. Ich habe da unten wirklich den Strom abgedreht. Wie schaut es denn hier aus? Schlaggetechnisch. Schwer einzuschätzen. Da könnte es Halbzeit sein, dass wir noch. Ah ja. Die haben da ordentlich produziert. Schaut es hier aus? Okay, das Silo ist okay. Das wird aber bald voll sein, oder? Das Warenhaus. Nee, doch noch nicht. Ja, da haben wir auch Kupfer. Aber irgendwann läuft es hier über. Dann können wir kein Kupfererz mehr verbraten hier. Da müssen wir uns auch was überlegen. Bei Zeit irgendwann mal. So, hier. Schauen wir mal. Aha. Mauertechnisch okay. Da wollten wir noch ein Warenhaus bauen. Nachdem wir aber kein Material hatten, konnten wir das nicht. Oh, halt, stopp. Wir haben ja noch eins. So, dann kann ich doch das gleiche unten hinpfeffern. So. Da werden die ganzen Mauern jetzt reingeschmissen, wenn ich dann Greifer hätte noch. Ja, ich hab noch. So, das sieht sehr schön aus. Das ändern wir auch nochmal ab. So. Sieht schöner aus einfach. So, und jetzt Strom. Machen wir so, so. Sieht dann auch noch mal schöner aus. Ja, da können die Mauern produzieren, aber die können jetzt schnell genug laden hier. Naja, gut, irgendwo müssen wir halt Abstriche machen. Gut, der könnte gleich ums Eck greifen und das da reinpacken, klar. Aber ja, es bleibt jetzt mal so. Mauer kriegt man eh genug. Dann versuchen wir mal die Kiste hier abzunehmen, aber das geht nicht. Weil wir zu viel Material hier haben. Warte mal. Das Steinzeug, das kann ich doch hier irgendwo reinklatschen nochmal. Ja, 900 bloß, das ist nicht viel. So, die 205 Mauern, okay. Das bisschen Erz, das muss ich auch noch loswerden hier. So, bitteschön. Bisschen, ja, wie gesagt, es geht einfach nicht mehr mit der Kohle hier. Ich weiß nicht. Das fällt mir jedes Mal auf. Ich muss es in die Hand nehmen, muss es reinpacken hier, damit es 200 hat, der Stack hier. Eigenartig. So, wie schaut es hier aus? Da kann man, das geht hier bei dem Ofen geht's. Das ist eigentlich, und der brennt noch mit dem Zeug hier durch. So, die komischen Masten hier verheizen. Ja, sind immerhin Rohstoffe. Und was ist? Oh nee. Ach, ich bin auch so ein Held. So, kriegt man das jetzt hier gebacken, damit hier. Ja, ich kann halt leider dem Arm nicht sagen, dass er eben oben wegnehmen soll. Das funktioniert nicht. Ich habe mich hier wieder blockiert. Ich bin so ein Held. So, mal schauen, wie die es hier zusammenkriegen. Mein, das Warenhaus, das dauert ewig, bis es voll wird hier. So. Zur Not können wir hier natürlich nochmal zwei von den Maschinen hinbauen. Allerdings können wir dann keine mehr so hinbauen hier. Oder beziehungsweise da oben drüber greifen. Oder wir müssen halt noch ein Lagerhaus für das überschüssige Zeug hinbauen. Aber so wie es ausschaut, kriegen die es gerade ganz gut gebacken. Ja, der eine Greifer da hinten hat fast nichts zu tun. Ja, und da unten, die haben auch fast nichts zu tun, weil da fast nichts ankommt. Das ist das nächste Problem. Ja, wir brauchen einfach schnellere Arme. Schnellere Arme, Quatsch. Schnellere Fließbänder, damit wir hier unten mehr kriegen. Oder wir müssten das Ganze anders bauen, ne?
Zwei solche Dinger von einem Band, das geht in Ordnung, aber anders geht's nicht. Da müsste ich jetzt wieder einen weiter rüber, aber ich habe jetzt wieder keinen Platz, weil ich da schon wieder zu eng bin hier. Es sei denn, ja gut, ich reiß die eine Steinmauerfabrik hier nochmal ab hier. Die brauchen wir dann nicht unbedingt mehr. Dann könnten wir die ganze Sache noch eins rübersetzen. Dann würde ich hier noch ein zweites Band reinkriegen. Da muss ich aber auch wieder ausfiltern, das ist das nächste. Ja, die kriegen das hier einfach nicht gebacken. Das ist das Problem hier, das nächste wieder mal, ne? Die sind eigentlich voll ausgelastet hier, aber die können nicht auspacken. Ah, nee, das geht schon gar nicht. Weil das Lager hier, das steht im Weg. Kann ich das nochmal abreißen? Moment, ja, ich kann. Dann muss das doch darüber hin. Und der muss weg, leider. So. Dann machen wir halt mit zwei Mauern, das reicht auch. So viel Mauern wird man nie im Leben brauchen. Und dann verlegen wir das ganze Band hier nochmal. Ja, da kann ich ja zwischendurch laufen. So, zack, weg. Inventar ist voll. Was? Was habe ich jetzt zu viel? Ja, Holz habe ich immer noch zu viel. Der heizt doch mit dem Zeug hier, okay. Was mit den Mauern kann ich doch mal ablegen hier. Halt, falsch rum. Also, ich brauche nicht alle Mauern. Weg damit. So, ich probiere das mal schnell verfahren, aber ja. So, jetzt muss ich hier nochmal Strom wegnehmen. Wie ist das jetzt hier, das Zeug da? So. Hier habe ich das gebaut. Hier die zwei Greifer hier. Ja. Die anderen habe ich dann an der anderen Seite, vier Stück jeweils. Ja, mitten in der Bewegung stehen geblieben. Das muss kein Schönheitspreis gewinnen, das Ganze. Das muss nur zweckmäßig sein. So. Das ist das. Das Programm. Ups. Ja, jetzt habe ich das Programm zerstört, sozusagen, wieder mal. Okay, was habe ich jetzt hier? Lalala. Ich habe. Ja, nee, passt.
Ich hab nichts Überschüssiges. Warte mal, Kuh. Ja, dann passt es auch. Ja gut, hier müssen wir jetzt improvisieren. Wo sind denn meine untersten Bänder hin? Ach da! Warum sind die jetzt da gelandet? Die sind ja total falsch gewesen. So. Beides auch wieder Blödsinn. Ja, Moment. Ich muss den Teiler hier nochmal versetzen. Der kommt jetzt hier rein. Und zwar... Ja, Sortierung, Filter, das hier rechts, dann Verbindung und da schließe ich dann das andere Steinzeug an. Ach Mann, ich sag ja, wer hat es verbockt, dass es hier überbaubar ist? Wer hat es cool gefunden? Ich fand's nicht cool. So. Das müssen wir dann auch noch versetzen, oder? Wenn ich da einfach nur so einen Teiler mache, ob das was bringt. Ich das einfach so popelig mache. Ob das gut ist. Nee, das ist überhaupt nicht gut. Das lassen wir so. Das geht jetzt hier. Da müssen wir auch nochmal umbauen. Heieiei. Ja, sorry Leute. Hätte ich es gleich am Anfang richtig geplant. Aber ja. Merkt man erst, wenn es falsch ist. So. Alles halt einen rüberrucken, ne? So, weg. Wo sind die? Hier sind sie. Von der Kante hier gesehen. So. Ja, eigentlich ist es ein Witz, dass man hier das Programm einstellen muss erstmal. Das können die doch rausfinden, oder? Ja, scheinbar nicht. So, da müssen wir hier auch nochmal eine Änderung vornehmen. Oh, hehe. Da müssen wir einfach hier improvisieren. Wie beim Zug. So. Wird es hier halt doppelt. Sieht schöner aus irgendwie, aber ja. Fließbänder, danke. Die habe ich hier irgendwo hingeschmissen gehabt gerade. Verworfen. Dann hier Greifarme. Mein Inventar ist zu klein. Also diese Werkzeugleiste. Da muss ich die Greifer noch konfigurieren. Das hier. Mal hier ein bisschen Licht machen. So, sehr schön. Jetzt konfigurieren wir hier mal ein bisschen Greifer um. Versatz. Kopieren. Das ist der von dem, dann machen wir der von dem und der von dem. So, hier dasselbe Spielchen, bloß andersrum. So. Jawohl. Okay.
Wieso habe ich das eigentlich? Ja, doch, schon. Ich muss das hier nochmal filtern. Ich kann jetzt nicht einfach hier einen Filter anschließen, weil dann hätten wir ein Problem. Ja, weil das dann wieder auf ein Band gequetscht wird. Warte mal. Wir brauchen wieder so ein Dings da, so ein Band. Da, so ein Ding. Ah, ich hatte schon noch einer. Na, egal. Das spielt keine Rolle. So. Kann ich es eigentlich kopieren? Ja, tatsächlich. Das funktioniert. Technik, die begeistert. Ich hoffe, euch nervt es nicht, wenn wir hier laufen. Datzack hier wieder. Wieder Hamburger. Ich bin kein Hamburger. Ich mag auch die Sprache eigentlich. Jetzt haben wir wieder hier wieder ja. Genauso den Käse wie am Anfang produziert. So, haben wir nochmal hier was? Nein. So, zack. Wow, laut. Ah, Hilfe. Oh, die Dinger sind so laut, ey. Da kann einem fast Ohr abfallen. So, jetzt wäre es mal interessant. Jetzt wird der ein Problem kriegen hier. Ja. Definitiv. Das ist zu viel. Das ist eindeutig zu viel hier Zeug. Ich habe wieder eine Idee. Wie ich immer eine Idee habe. So, jetzt brauche ich doch wieder ein Warenhaus. Ja, und jetzt wollte ich eigentlich wirklich was anderes machen, aber jetzt habe ich halt hier. Aber man muss es halt einmal richtig machen und dann hat man eigentlich keinen Stress mehr. Ach, Solar ist fertig. Was ist denn das hier? Warum ist denn das günstiger? Das ist jetzt Solar 2. Das andere 250 kostet. Naja, egal, weiter. Da gibt es verschiedene Solarpanels. So. Das hier. Greifer. So, ich muss euch leider ein bisschen unkonfigurieren. Umkonfigurieren. Nicht un. So. Stimmt es? Ja, der müsste eigentlich dann da greifen können. Dann braucht er noch Ström. So, okay. Ich glaube, das ist ein bisschen viel. Zwei reichen auch. Sonst greifen die mir zu viel ab hier. So, so müsste es eigentlich. Gut, wir haben da ein kleines Nadelöhr, weil es hier nochmal da durchgeht. Durch den Filter. Vielleicht sollten wir. Ist das was? Ich mache hier nochmal kurz eine Verlängerung von dem Ding hier, von dem Tunnelband. Wenn man das direkt auf das Band hier rauflaufen lassen. Ist es vielleicht geschickter? Okay. So, wie schaut's aus von der Sortiererei her? Hm, der kriegt fast nichts mehr ab hier, weil der ja alles weggreift. Herr Uff, du kleiner Greifer, du. So. Jetzt dürfte es eigentlich gut sein, austariert. Das sind die kleinen Dinge, die man halt immer rausfinden muss bei Factorio. Aber das ist eigentlich genial. So, und hier muss ich noch was konfiguriere. Da sind die Arme nicht richtig. Ah, ich kann ja dann zwischendurch laufen. Manchmal bin ich es halt gewohnt, dass ich zwischen den Fabriken durchlaufen kann.
Aber da geht's halt nicht. Das wurde hier nicht vorgesehen. Wieder hier doppelt auslegen. Sü, nü aber. Was ich auch machen könnte. Ja, nee, das geht nicht, weil. Das wird halt hier aussortiert. Das ist halt hier ein Nadelöhr wieder, ne? Ich müsste das einfach wieder anders aussortieren, die ganze Situation. Da wird Schlacke, da wird das aussortiert. Nee, da können wir eigentlich. Da können wir gar nichts ändern, weil es staut sich hier sowieso das Eisenerz hier an. Von daher ist eigentlich alles in Ordnung. Es sei denn, wir bauen eine zweite von der Fabrik hier. Und das wollten wir schon lange umstellen, das Eisen hier auf diese Rollen. Wie schaut es jetzt aus? Naja, gut, jetzt kommt auf jeden Fall wieder Eisen, aber ja. Die ganze Produktion ist einfach viel zu lahmarschig. So. Gut, ich habe einen Haufen Kohle. Ich wollte das Radar eigentlich oben anbringen. Wie schaut es hier eigentlich aus? Was ist noch da? Okay, 17k ist noch da. So, wir fahren mal wieder automatisch. Hinten ist sogar offen, okay. Jawohl. Auf der Schwäbisch Eisenbahn gibt es gerade viele Haltstationen, ne? So, sehr schön. Ich liebe Züge, also echt. Warum habe ich mal irgendwann gesagt, dass Züge schlecht sind? Oder dass ich sie nicht mag? So, da kommen wir gleich an. Zug läuft ein in Gleis 1. Ich mache dann wieder aber auf manuell, weil ich später wieder mit. Halt! Was bin ich denn für ein Dödel hier? Ich will später wieder mitfahren mit dem Zug, deswegen. So, hat sich da wieder was getan? Ja. Die Seite hier ist komplett leer gebrannt. Das heißt gebrannt, naja, abgegrast. Da ist auch leer. Da ist leer. Hier ist leer. Da ist leer. So. Dann können wir natürlich hier wieder verteilen. Das wollte ich eigentlich machen. Hier Erz noch hier verteilen. Was heißt Erz verteilen? Ich meine natürlich Erz fördern hier. Verteilt ist es ja schon. Da kommt der Speicherer mir in die Quere. Ja, einer noch. Okay. Können wir noch einen bauen? Dass es ausgeht. Ja, einen können wir gerade noch bauen. Ja, haben wir schon wieder zu wenig Platten hier, ne? Ich meine, wenn die Forschung dann erstmal durch ist, dann haben wir wahrscheinlich erstmal genug Platten. Hat das ja nicht Sinn und Zweck der ganzen Übung. So, hier wird jetzt erstmal durchgegangen. Da kann man ja dann wieder Erzförderer hinbauen. Die braucht noch Ström. Lasse es strömen. Ich brauche noch Masten. Tja, da ist mein Stahl auch schon wieder leer. Okay, der dahinter ist ja schon fast Verschwendung, aber naja, gut.
So, da brauchen wir auch noch Bänder, Bandsalat, Tonbandsalat, ganz lecker. Müsst ihr unbedingt mal probieren. Gibt es heutzutage gar nicht mehr, weil es kaum mehr Tonbänder gibt. Es sei denn, ihr habt wirklich noch Kassetten, also wenn ihr so in der Zeit gelebt habt, dass es da noch Kassetten gab. Zu meiner Zeit gab es sie auf jeden Fall ganz viele noch. Bis die dann irgendwann halt mit der CD ankamen und so, ja, ne? So, wie schaut der Zug aus? Ach, schön wieder voll. Wow, das ging jetzt schnell. Wie voll ist denn der Bahnhof? 80 km, okay. Gut, die Aufenthaltszeit des Zuges beträgt sich noch sehr lange, weil ich hier noch was zu tun habe. So. Zum einen möchte ich hier bitte Tore platzieren. Für den Toreschluss sozusagen. Zum anderen möchte ich bitte ein Radar platzieren. So, das Radar, das baue ich mal hier oben rein, das stört es am wenigsten. So, hier auf die Kante. Hä? Oh, 1 zu. Hä? Aber. Da ist doch Strom da. Will ich mich veräppeln? Da ist doch. Was sind das andere für. Hä? Irgendwas. Ah, ich sehe. Ach, das ist ein Ghost-Energieschatten hier. Da ist nämlich ein Mast noch, den wir gar nicht haben. So, das löschen wir natürlich sofort hier. So. Bip. Ist der größer wieder normale? Fortschrittsscan, der geht natürlich auch schneller. So, da können wir nämlich ein bisschen mal die Gegend aufklären lassen. Und haben die Jungs mal im Blick so ein bisschen, die Aliens, was die vorhaben für eventuell. Na gut, ganz ins Lager spannen können wir nicht, aber unsere Verschmutzung müsste den eigentlich so langsam mal hier nerven, ne? So, ich müsste hier natürlich auch ein paar Geschütztürme aufbauen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Sechsmal. Forschung fertig. Du nervst gerade irgendwie Forschung. Aber naja, wenn du schon da bist, tja, mach mal Kunststoffe hier. So. Ja, jetzt sehe ich das wieder ganz schlecht hier, ohne Licht. Ja, ich mache das wirklich gerade so von Hand frei Schnauze. Ach, da unten passt es mir ja nicht. Ne? Naja, dann machen wir es eben so. Ich bin mir ganz sicher, wenn ich jetzt hier natürlich irgendein Bereichnetz hier mit Türmen ausstatte, dann habe ich ein Problem. Weil die das dann bestimmt ausnutzen, die Jungs. Ich muss ringsum hier Türme platzieren. Nicht, dass die hier irgendeine Schwäche erkennen können oder so. Also ich könnte wetten, dass die AI so gebaut ist. Wäre sonst irgendwie albern, sag ich mal so. Ja, das waren dann unsere 14 Türmchen hier. Wir können bestimmt noch welche bauen. Ne, können wir nicht. Wir können Radar bauen. Wollen wir aber auch nicht. So, jetzt müssen wir natürlich den hier Material verpassen. Tja. Es gibt halt nur die eine Möglichkeit mit so einem Band hier. Und Greifern. Ja, hier machen wir es aber so, dann nehmen wir Elektrogreifer, weil, ja. Ich weiß nicht, die Kohlenbetriebenen hier zu nehmen. Oh, da sind auch unsere Dingens leer. So, ich habe hier nur ein paar.
Also, wenn mir einer erklären kann, warum bei mir Autofill der Mod nicht funktioniert, also der wirft immer irgendwelche komischen Sachen aus, irgendwelche komischen Phrasen, irgendwelche Programmiersetz-Phrasen hier, dann wäre das nett, weil da kann man eigentlich schon die Geschütztürme mit Grundmaterial befeuern hier. Ich glaube 25 pro Dinger ist auch schon mal ganz gut. Ich könnte natürlich schon hier diese Holzgreifer nehmen, weil ja, die könnte ich dann mit Holz hier befeuern, ne? Was halt gerade da ist. So, hier hätten wir noch. Passiert eigentlich? Ja, der nimmt mir dann alle hier raus, okay. Das wollte ich noch mal sehen, ob der auch 10 nimmt, wie es normalerweise ist. Ja, für die habe ich ja echt. Naja, gut, da muss ich hier noch mal zugreifen. Wollte gerade sagen, für die habe ich nichts mehr. Hier im Werkzeuggürtel kann ich wenigstens die Dinger so ein bisschen aufteilen. Welches im Inventar hier reinschmeißen, jetzt wird es gesteckt und das ist ja. Ihr kennt die Misere. So, dann mache ich das hier so. 100 behalte ich mal. Da hat der eine Turm halt jetzt noch nichts. So, ich hoffe, die Aliens hier schnappen das nicht hier, dass hier unten noch keine Verteilung ist. Verteidigung ist. Verteilung ist wieder was anderes. Die Arme bitte hätte ich gerne. Hier mal ein Filter drin, so. Und die müsste ich auch noch platzieren, die Mauern. Aber da möchte ich bitte mal kurz. Da muss ich mal kurz ausmessen. So, da kommen nämlich hier die Schienen hin. So. Und dann kann ich hier Tore machen. Kann man einfach überbauen, die Mauer. Für die, die das noch nicht wussten. Ja, ich soll ja viel erklären, also von daher mache ich das auch. Erkläre ich immer wieder mal, was ich so mache. So, und dem Zug habe ich ja noch nicht hier Treibstoff gegeben, ne? Na gut, er hat nicht viel verbraten, der kriegt doch mal hier Holz reingeladen. So, und dann fahren wir mal zurück. Jawohl, los geht die schöne Reise. Ja, jetzt hat sich die Umweltverschmutzung schon verbunden hier. Dass die noch nicht kommen, das wundert mich ein bisschen. Normal kommen die doch immer gleich hier angedöselt und sagen, ja, so geht's nicht, du dampfst mir zu viel. Mach mal deine Zigarren aus. So, ich lasse den Zug jetzt mal weiter selber automatisch fahren. So. Ja, stimmt. Ich wollte mir jetzt hier mal kurz. Hier könnten wir eine Kiste hinstellen. Hier so. Leider noch kein Stapelgreifarm. So, hier schmeiße ich mal das ganze Holz jetzt erstmal rein. Und ein bisschen Kohle hier. Ja, eigentlich alle Kohle, oder ich behalte mal so einen halben Stack hier. So einen angedeuteten halben Stack hier, das reicht. So. Auf jeden Fall ist jetzt mal die Eisenversorgung wieder vorerst gesichert. Hat lange gedauert, bis wir das hier richtig zurechtgefriemelt hatten. So, das schmeiße ich hier rein. Stein habe ich auch ein bisschen viel. Könnte ich eigentlich mal ein bisschen was loswerden. So, ich behalte mir aber ein paar Stacks, weil wir es teilweise brauchen für manche Sachen. Okay. Ja, schön. Hier ist jetzt Platz. Platz für irgendwas. So. Gut, Leute, dann würde ich sagen,
sind wir erstmal wieder durch für heute. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann will ich euch beim nächsten Mal wieder begrüßen. Tschüss, euer Legolas.